Hallo, dies ist Insurance and Finance Live, deutsche Edition, nicht aus dem Hauptquartier von Digital Scouting in Hamburg, sondern heute sind wir zu Gast bei HDI in Hannover. Und ja, vielen herzlichen Dank an den Gastgeber, dass wir heute hier den ersten Außendreh der Sendung haben dürfen, und zwar in einem ziemlich beeindruckenden Studio. Ja, schön, dass ihr da seid, Robin, ich freue mich auch. Eine Sache vorweg, man kommt ja mit Geschenken kommen, und zwar habe ich mir gedacht, ich bin mal ganz kreativ und komme mit dem neuen Buch, mehr verkaufen durch Attention Hacking. Das braucht natürlich der Christopher gar nicht, aber ich schenke es ihm trotzdem, vor allem, weil du selbst auch einen kleinen Beitrag drin gemacht hast. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür und natürlich ja, viel Spaß beim Schmökern oder einfach nur im Bund in die Ecke stellen. Und eine persönliche Widmung gibt es dann auch noch. Natürlich. Super. Vielen Dank. So, jetzt werde ich alle meine Sympathie, die ich bei dir hoffentlich so gerade gesammelt habe, wieder total verpulvern. Ihr macht Agilität. Meine Frage an euch, ist das nicht schon längst wieder out? Nee, aus unserer Sicht ist das eigentlich aktueller denn je. Auch aus meiner persönlichen Sicht ist das aktueller denn je. Und was, wenn nicht Corona, hätte eigentlich auch die Notwendigkeit gezeigt, dass wir als Unternehmen wirklich agil sein müssen, reagieren müssen. Das gilt für die Frage von wo arbeiten wir, wie erhalten wir den sozialen Kit in unserem Unternehmen, wie bleiben wir kreativ. Aber das gilt natürlich auch für die Frage, wie gehen wir mit den ganzen Herausforderungen im Markt, mit unseren Kunden um, welche Lösungen finden wir für unsere Kunden genau in dieser Situation von Corona. Und insofern ist das schon ganz wichtig, wenn man agil ist und dann am Ende schnelle Lösungen auch entwickeln kann und reagieren kann. Insofern Agilität aktueller denn je. Was versteht ihr denn unter Agilität? Was ist Agilität bei euch so ganz konkret? Also Agilität in unserem Denken hat eigentlich drei unterschiedliche Komponenten. Agilität zunächst einmal im Denken, und das gilt für jeden einzelnen Kollegen, jede einzelne Kollegin hier im Unternehmen, flexibel zu sein, agil zu sein, sich auf neue Themen auch einzustellen. Wenn man es ein bisschen weiter dann fasst, geht es um agile Arbeitstechniken, so etwas wie Scrum [S2] Ja. [S1] Beispielsweise oder Kanban. Das heißt also innerhalb von Teams die Arbeit anders zu organisieren, cross-funktionale Teams ins Leben zu rufen, über MVPs am Ende Dinge zu vertesten, sich ranzutesten an neue Lösungen, wegzukommen von Wasserfall und hin von iterativen Prozessen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, bevor du dazwischen springst, der dritte Punkt ist dann eine agile Governance, nämlich als Unternehmen zu sagen, ich plane nicht mehr Riesenprojekte, sondern ich plane von Quartal zu Quartal. Ich kann umpriorisieren, je nachdem, wie wir es als Unternehmen auch gerade brauchen. Das sind so drei Elemente. Im Denken, in der Methodik, in der Governance. Das ist Agilität bei uns. Nach meiner Zeit im Vertrieb bei einem blauen Versicherer, sorry, war ich auch im Betrieb, und da regierten eher Fachanforderungsdokumente, Arbeitsanweisungen, erinnere ich mich noch dran. Das passt ja nicht so ganz zusammen. Aber das heißt, ihr geht da wirklich in diese Richtung? Ja, also was du beschreibst, ist die Operative im Betrieb oder auch im Vertrieb. Das ist für uns auch zunächst einmal nicht der Bereich, den wir jetzt in eine agile Governance bringen. Ja? Sondern in eine agile Governance bringen wir bei uns 1000 Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein Viertel, ein gutes Viertel am Ende unserer Belegschaft. Und das sind typischerweise die Arbeitseinweisungen erarbeiten, die Produkte neu gestalten, okay, die Prozesse machen, die Systeme verbessern, die aber am Ende eben auch Zeichnungsrichtlinien und ähnlich auch herausgeben, die im besten Sinne systemisch arbeiten, ja, die systemisch arbeiten, und die haben wir künftig eben nicht mehr in Hierarchie, in der Kaskade organisiert, sondern in einer dauerhaften Projektorganisation, 12 Release Trains, kleine ADUs und Squads. Darum geht es, also systemisch zu arbeiten und Dinge zu verändern, damit in Betrieb und in Vertrieb auch klar gearbeitet werden. Also mein Opa war ja ganz stolzer Bahner. Ja, deswegen Trains, da wird es bei mir ganz hell. Fängt es bei dir an. Fängt es bei mir an quasi. Genau. Ja. Aber das ist nicht, was du meinst. Kannst du ein bisschen beschreiben, was meinst du mit 12 Trains? Also es ist so, bei diesen agilen Modellen, bei agilen Betriebsmodellen, jedes Modell muss zum Unternehmen passen. Und jedes Unternehmen erarbeitet das eigene Modell. Wir erleben das gerade im Austausch mit der Signal Iduna. Die geht durch einen ganz ähnlichen Prozess. Und Herr Leitermann und die Vorstände dort und die Verantwortlichen, wir tauschen uns auch regelmäßig zu dem aus, was wir so machen. Bei denen heißt das anders. Bei denen sind das dann Squads, in denen die unterwegs sind. Bei uns heißt das Release Trains. Release Trains heißt, dass wir diese 1000 Kolleginnen und Kollegen, die systemisch arbeiten, nochmal, die vor allen Dingen neue Produkte machen, neue Lösungen erarbeiten, dass die in 12 quasi großen Projektteams, die nennen wir eben Release Trains, zusammengestellt sind. Und diese Release Trains setzen sich dann wiederum zusammen aus einzelnen kleineren Teams, die an bestimmten Themen
dann auch arbeiten. Ich mache das mal konkret. Ja. Ja? Diese Release Trends, wir haben drei Release Trends, beschäftigen sich mit Lösungen für Vertriebe. Mhm. Wir sind stark im Bankenvertrieb, wir sind stark im Vertrieb über Makler und wir haben eine starke eigene Ausschließlichkeitsorganisation. Und die Notwendigkeiten und die Belange dieser unterschiedlichen Vertriebswege sind unterschiedlich. Deswegen gibt es für jede und für die Unterstützung und für die Implementierung von Lösungen in jedem dieser Vertriebswege einen eigenen Train. Mhm. Oder wir machen Lebensversicherungsgeschäft, wir machen Privatkundengeschäft im Bereich Sach und wir machen firmenfreie Berufegeschäft für unsere Gewerbekunden. Deswegen haben wir drei Produkt-Trains, die sich mit den Spezifika von neuen Produktlösungen am Ende auch dann beschäftigen. Dann haben wir einige Trains, die sich mit Kundenlösungen, Kundenreisen, Online-Kundenportal beschäftigen. Und wir haben ein paar Trains, die sich vor allen Dingen mit den technischen Grundlagen beschäftigen, Data-Trains und die technischen Devices. Und das sind dann insgesamt diese 12 Trains, die man insgesamt braucht, um immer wieder schnell auf den Markt zu reagieren und gute neue Lösungen und Prozesse auch auf den Markt zu bringen. Wenn man aber sieht, was für eine hohe Anzahl bei euch da drin ist, ist ja nicht, dass ihr ein Lab gemacht habt, was auch immer wichtig und richtig ist, sondern dass eine substanzielle Anzahl an Mitarbeitern, 1000 Mitarbeiter, ja. Meine Vermutung ist, dass es auch einen Effekt in Linie haben wird oder Linie hat, wenn sich da alles mit verändert. Das ist so. Weil es einfach so eine Masse ist, ob das im Gespräch ist mit Kollegen und Kolleginnen oder sonstiges, das wird ja seinen Effekt auch haben oder wenn da Fachleute rangezogen werden. Also das ist ich bin da echt beeindruckt, weil es so viele sind, weil es eben nicht nur 20, 30, 50 bei eurer Größe sind, sondern 1000, das ist ja schon mal eine Ansage. Also was uns sicherlich geholfen hat, ist, dass wir in zwei Piloten sehr viel gelernt haben. Wir haben einen Piloten in der Sachversicherung, der läuft schon seit 2 Jahren, wäre auch so ein Tipp. Da lernt man doch eine ganze Menge, um so etwas auch zu bauen. Da sind wir mit etwa 250, 300 Kolleginnen und Kollegen schon unterwegs. Und seit gut einem Jahr haben wir einen solchen Piloten auch in der Lebensversicherung. Das sind nochmal gut 300 Kolleginnen und Kollegen, sodass wir quasi mit der Hälfte der Mannschaft heute schon in zwei pilothaften, agilen Organisationen auch unterwegs sind. Das bringen wir jetzt zusammen und skalieren es eben dann auch für die gesamte Organisation. Das ist eine Riesenveränderung. Gar keine Frage, ist eine grundlegende Transformation mit all den Chancen, natürlich auch mit all den Herausforderungen und auch den Sorgen, die es natürlich dann da auch gibt. Jetzt gibt es ja in der Versicherungsindustrie ist ja so, wir viele Kollegen und Kolleginnen fangen an, wir haben eine hohe Bindung in der Industrie oder hohe Bindung auch zu den Häusern, in denen wir arbeiten. Mhm. Und sozusagen, es verändern sich jetzt die Anforderungen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, an Kollegen, Kolleginnen, an Führungskräfte. Wie verändert sich das denn hier gerade? Und was sind so deine Erwartungen an die Leute, die auf dem Train, auf den Zug aufspringen wollen? Also, wir haben so ein bisschen über die beiden Ebenen gesprochen, nicht? Die Agile Delivery Units, das sind diese kleinen Einheiten, 10 Kolleginnen und Kollegen, eine Gruppe, ein klares Ziel, an dem die dann in kurzen Iterationen auch arbeiten. Was ist kennzeichnend für die? Die kennzeichnend ist, dass sie cross-funktional zusammenarbeiten, also IT, Produktentwicklung, Marketing, Aktuariat sitzen zusammen, um neue Produkte zu entwickeln. Wir nehmen einfach mal das Beispiel neue Produkte. Ich glaube, das ist einfach am griffigsten. Insofern braucht man schon auch die Bereitschaft, cross-funktional zu arbeiten, mit Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, die was ganz anderes, die eine Vielfalt, auch eine andere Vielfalt mit reinbringen, ist ein Thema. Typisch für dieses agile Arbeiten ist, dass man Dinge ausprobiert. Man entwickelt ein erstes kleines Produkt, einen MVP, ein Minimum Viable Product, vertestet das dann immer wieder mit Kunden und versucht daran zu lernen. Typisch ist, dass man in 14-Tage-Sprints arbeitet und am Ende jedes Sprints ein kleines Ergebnis abliefert, aber auch ein Retro über die letzten 14 Tage darüber macht, was haben wir eigentlich gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Und wie kann das nach vorne dann am Ende auch funktionieren? Und insofern, und wichtig ist auch, die Mitarbeiter sind sehr stark gefordert und immer wieder gefragt. In so einem Retro wird jeder einzelne von den 10 dann auch gefragt, was war dein Beitrag? Hast du eigentlich die Ziele am Ende auch erreicht? Wie beurteilst du die Leistung, die wir da auch erzielt haben? Also es ist schon eine ganz andere Form des Arbeitens. Deswegen das Nonplusultra ist am Ende, dass man das richtige Mindset hat, die Offenheit für diese Art und Weise zu arbeiten, weil sie ist schon anders als klassische Linienarbeit, die dann auch mal Projektarbeit sein kann. Meine Frage zum Thema Ergebnis. Du hast gesagt, ihr habt Piloten gemacht und es kommt auf diese Sprints und die Ergebnisse des Sprints an. Gab es so ein, zwei Ergebnisse, wo du gesagt hast, in den letzten 1-2 Jahren, auch gerade von den Piloten, wo du sagst, Mensch, das hat mich aber echt beeindruckt, was diese Gruppe von eigentlich fremden Leuten da in kürzester Zeit zusammengemacht hat. Hast du da einen Aha-Moment gegeben?
Hat es auf jeden Fall. Also wir haben ein paar ganz konkrete Ergebnisse, von denen, das kann ich gar nicht wirklich beurteilen, ja, aber die Kolleginnen und Kollegen, die da drin stecken, die sagen, das hätten wir früher so nicht geschafft. Ja, also das haben wir in sehr kurzer Zeit haben wir Lösungen geschafft, und das unterstreicht auch nochmal die Notwendigkeit von diesem agilen Arbeiten. Wir sind ein Versicherer, der viel mit großen Vermittlern zusammenarbeitet, ein B2B-Partner. So, und wenn wir jetzt in einer solchen B2B-Ausschreibung eine neue Partnerschaft gewinnen, dann ist es natürlich notwendig, dass wir sehr schnell auch reagieren und dann auch lieferfähig sind. Ganz konkret haben wir beispielsweise eine große Berliner Bank als Partner gewonnen, die innerhalb weniger Wochen ein konkretes Produkt dann von uns brauchte. Und in dieser agilen Arbeitsweise haben wir das am Ende dann auch zum Punkt geliefert. Und ähnlich auch in der Sachversicherung, wo wir für einen großen Automobilhersteller Schadenregulierungsarbeiten übernommen haben, auch da wenige Wochen Zeit. Und da sagen die Kollegen wirklich in den Squads drin, in den ADUs drin, das hätten wir früher so nicht geschafft. Und das sind eben ganz konkrete Ergebnisse und erste Erfolge. Die das wollte ich auch sagen, für alle Leute, die jetzt da draußen zugucken, die nicht aus der Versicherungsindustrie sind, so ein Versicherungsprodukt innerhalb von ein paar Wochen zu entwickeln, früher hat man dafür ein halbes Jahr, es gibt auch Versicherer, die haben 2 Jahre dafür gebracht, das ist recht crazy. Ne? Also das ist schon ein Fortschritt, und das ist eine sehr hohe Geschwindigkeit, und gerade im B2B-Bereich sind die Leute auch happy, wenn dann immer vor ein paar Wochen dann man das liefern kann, weil da hängt ja ganz viele noch Prozesse dahinter, die man alles aufsetzen muss. Das ist ja alles nicht so leicht, sind ja viele Leute beschäftigt und viele Leute daran involviert. Führung, du hast die neue Arbeitsweise beschrieben. Wie verändert sich Führung? Ich denke so an meine Führungskräfte in der Versicherungsindustrie zurück, im Vertrieb und Betrieb. Ich nenne keine Namen. Das mit so einer Retro wäre mit dir nicht so gegangen, glaube ich. Wenn es spannend wird, zuckst du dann zurück. Ne? Können wir machen, wenn die Kameras aus sind. Ja, genau. Vielleicht kenne ich die sogar noch. Ja, glaub, kennst du, ja. Genau. Was ich damit sagen möchte, ist ein deutlicher Wandel. Nochmal, es hat Zeiten gegeben, wo stark hierarchische Sachen sehr erfolgreich waren, im Vertrieb, im Betrieb. Jetzt leben wir in einer anderen Zeit, wo ganz andere Anforderungen an die Menschen, an Kollegen und Kolleginnen, an Führungskräfte gemacht werden. Was ist die neue Art der Führung in dem Bereich? Ich meine, du bist ja auch sozusagen eine Führungskraft neuen Typs, super aktiv auf Social Media, super offen, wir sind hier, lässt dich auf sowas hier ein. Was erwartest du oder was glaubst du, was Führung in diesen Zeiten ausmacht? Also wenn man ganz, ganz streng mal drauf guckt auf das, was das agile Arbeiten anbelangt, dann ist das Kernthema, dass man fachliche und disziplinarische Führung eben trennt. In diesen Trains, da gibt es einen Release-Train-Owner, eine Release-Train-Ownerin, die für die 100 Kolleginnen und Kollegen in etwa verantwortlich ist. Das ist aber am Ende wie eine Projektmanagerin oder ein Projektmanager mit einer Verantwortung, mit einer klaren fachlichen Verantwortung am Ende auch etwas zu liefern. Disziplinarisch hängen die Kolleginnen und Kollegen dann in der Regel an sogenannten Chapter Leads, also das sind dann diejenigen, die für die fachliche, die sie disziplinarisch dann am Ende auch führen. Also damit muss man umgehen kann als Führungskraft. Ein Stück weit funktioniert das Modell schon über Selbststeuerung, das heißt Führung nimmt an Bedeutung an der Stelle auch ab. Wir verproben das durchaus nicht nur in diesem Bereich, in dem wir neue Produkte erstellen, sondern auch beispielsweise in unserer Betriebseinheit in Rostock. Mhm. Ja, da sitzen also 150 Kolleginnen und Kollegen, die Policen bearbeiten, Kfz, Privatsachhaft, Unfall. Und das ist eine Einheit, die hat bis auf den Geschäftsführer keine Führungskräfte mehr. Wie viele Leute waren das nochmal? 150. Da hat er aber ganz schön viele Personalgespräche. Der hat gar keine Personalgespräche, weil die organisieren sich dann am Ende in selbstorganisierten Teams nach den Prinzipien von Frédéric Laloux, agiles Arbeiten, organisieren die sich im Wesentlichen selber. Die suchen selber aus, welche Kolleginnen und Kollegen sie neu ins Team reinholen wollen. Das heißt, Personalgespräche finden dann in dem Team auch statt. Die sind nach bestimmten Kennziffern am Ende auch gesteuert. Aber den Alltag organisieren die komplett dann am Ende auch selber. Das ist ein großes Wagnis, das haben noch meine Vorgänger angestoßen, das auch zu machen. Das funktioniert aber auch wirklich gut. Und das sind schon neue Formen von Führung oder auch jetzt von Selbstorganisationen, die glaube ich, auch ein Stück weit Zukunft sind, weil Menschen auch so arbeiten wollen. Ja. Und was sind so die Effekte davon? Spürt man da schon Veränderungen, ob in Rostock oder in anderen Außenstellen von euch? Also ich finde schon, man merkt schon eine große Energie. Ja, seit 2 Jahren machen wir das im sogenannten Way of Working in Sach und Vertrieb.
hatte ich ja gesagt, mit 250 Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon eine enorme Energie. Und wenn man sich das auch im Lebensbereich anguckt, die, die da drin stecken, die haben da schon richtig, Entschuldigung, schon richtig Bock drauf. Ja? Und die ziehen das dann am Ende auch wirklich, wirklich gut vorwärts. Und da ist eine gute Energie. Man muss allerdings auch sagen, das ist auch nicht für jeden was. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, also diese Form des Arbeitens, das will ich einfach nicht, auch diesen kurzen Zyklen, ich brauche da eine andere Form. Deswegen ist es durchaus auch ganz gut, dass wir im Moment eben erstmal 30% des Unternehmens auch so transformieren und deswegen auch noch andere Möglichkeiten auch zu arbeiten geschaffen haben. Aber das muss man sehr klar sagen, nicht für jeden ist das am Ende auch was und wir haben da schon auch durchaus eine Dropout-Rate, die zweistellig ist. Ja. Was wir manchmal sehen bei Kunden von uns ist, dass Teams manchmal plötzlich dann einen Effekt haben in ihren Bereichen, weil intern oder extern, wenn die richtig on fire sind, der 10-mal so hoch ist. Also unser Spruch ist, ihr fühlt euch dann im Markt an, als ob ihr 10-mal so groß seid, weil die plötzlich viel mehr machen, selbstbestimmt Sachen untereinander anfangen, plötzlich kleine Projekte noch zu machen, Verbesserungen, Austausch über Sachen. Also es ist sehr, sehr mächtig. Deswegen bin ich sehr beeindruckend, dass ihr da so viele Leute macht. Aber wir sind ja heute nicht nur für HDI hier, sondern für den Markt. Der Markt will natürlich wissen, was ist euer Geheimnis, ist, das hinzubekommen, in der Masse auch den Mut zu haben dafür. Was sind immer so drei Top-Tipps, die du jetzt für die Mitbewerber hast? Und gerne auch Betriebsgeheimnisse verraten. Natürlich grundsätzlich nur. Und vor allen Dingen hier unter uns. Nee, schon klar. Also, was haben wir an Tipps jetzt auch für die Kollegen? Auch so aus einem Gespräch mit zwei, drei Kollegen und Unternehmen, die auch ähnlich weit sind. Also wir sind ja nicht die Einzigen. Ja. Das eine ist, man muss das wirklich pilotieren. Man muss sich auch ein Stück weit Zeit nehmen, da reinzuwachsen und man muss konkrete Erfahrungen sammeln. Ohne diese beiden Piloten hätten wir nie dieses eigene Modell, das wir jetzt entwickelt haben, auch so entwickeln können. Und ohne die Piloten hätten wir auch nicht so viele Mitstreiter, die das auch wirklich auch vorantreiben. Das zweite ist, man braucht schon eine spezifische Expertise, die entsteht dann in so Piloten. Da gibt es sicherlich auch so Early Believers, die dann auch besonders tief in diesen Themen drinstecken. Ich kann nur raten, die am Ende auch zu empowern, wirklich Vertrauen zu haben, dass die am Ende mit guten Lösungen auch wirklich kommen. Ein Stück weit muss man auch als Vorstand wirklich loslassen können. Und wie ist das so? Für mich ist das, ich habe eigentlich immer durch Vertrauen geführt. Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich positiv an Menschen herangeht. Ich habe Vertrauen, dass Menschen arbeiten wollen und Lösungen beitragen wollen. Insofern ist das für mich kein so großer Sprung. Aber es gibt eben auch andere Führungsstile und andere sind auch in anderen Führungskulturen groß geworden. Da ist das vielleicht auch ein größeres Thema. Vielleicht ist das ein bisschen auch unser Thema hier. Wir sind sehr dezentral bei der Talanx, sehr dezentral beim HDI. Wir setzen sehr auf Unternehmertum. Und insofern fällt uns das vielleicht auch ein bisschen leichter, diese Idee des, Aligned Autonomy, also die Strategie zu setzen, aber dann Autonomie zu geben, ein Ziel vorzugeben, aber dem Team dann jede Möglichkeit, auch den Weg zu dem Ziel am Ende auch zu entwickeln. Das ist etwas, was uns als Unternehmen auch nicht so schwer fällt. Und deswegen sind wir hier vielleicht auch da, wo wir sind. Dritter Tipp, damit ich das jetzt nicht vergesse, trotz der Zwischenfrage. Dritter Tipp ist, man muss schon persönlich dafür stehen. Also als CEO, als Vorstandsvorsitzender, man muss sich schon vorne hinstellen und sagen, ich glaube dran, wir glauben als Team dran, wir wollen das machen. Und man muss auch bereit sein, diese Transformation ist echt hart, immer wieder in den Dialog zu gehen, viel zu kommunizieren. Deswegen ist das heute auch eine super Gelegenheit, das einfach auch aus dem Unternehmen raus, aber ins Unternehmen auch reinzutragen. Und ich bin da dankbar für, das ist schon wichtig. Also Communication ist super wichtig, gerade bei so dann auch kritischen Größen wie den Führungskräften, die natürlich sich fragen, wo komme ich in dem neuen Modell noch vor, was passiert mit meiner Rolle, was passiert mit meinem Grade und ähnliches mehr. Deswegen machen wir morgen ein Town Hall nur für Führungskräfte, in denen wir nur denen auch Rede und Antwort stehen und dann auch eine Perspektive geben wollen, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also man muss schon permanent auch mit auf der Barrikade sein, sonst macht das am Ende keinen Sinn. Das löst kein anderer für einen.
Nee, und das merkt man auch immer bei den Unternehmen, wo die Leute quasi auf der Barrikade mitstehen. Gibt es ja noch ein paar andere im Markt, wo das wirklich ist, wo die es vorantreiben. Da merkt man wirklich die Veränderung. Die ziehen auch plötzlich ganz andere Leute an, entweder von intern oder sogar von extern. Ja. Es gibt einen Case, der mir gerade einfällt, wo die Person, die Geschäftsführung, dann plötzlich Leute aus anderen Industrien angezogen hat. Ich meine, wir brauchen auch Fachexpertise in der Versicherungsindustrie, aber irgendwelche Head of BIs oder so, wenn man da eben dafür steht. Jetzt haben wir ganz viel. Ganz, ganz gutes Beispiel auch und finde ich auch einen Link zu dem, was du hier schreibst und zu dem, was wir ja auch ein paar Mal schon vorangetrieben haben, Bedeutung auch von Social Media. Wir haben 12 Release Trains, wir haben die besetzt, 10 haben wir besetzt mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen. 2 kommen letzten Endes auch von unten und von außen und die kommen hierher, weil sie darüber gelesen haben, weil sie gesagt haben, das finden wir total interessant, das sind Top-Kräfte, die uns auch nochmal richtig verstärken. Verstärken wir, das ist genau das, man muss das auch klar kommunizieren und dann attrahiert das am Ende eben auch unglaubliches Talent und setzt Energie frei. Davon bin ich schon überzeugt gewesen und jetzt mehr denn je. Ihr investiert sehr viel Energie, ihr setzt sehr viel Energie frei. Lass uns mal 2-3 Jahre in die Zukunft schauen. Wo steht HDI dann? Also, wir gehen im nächsten Jahr, gehen wir jetzt wirklich rein. 1.4. ist D-Day und dann drehen wir die Organisation quasi einmal komplett rum. Dann haben wir mal eine komplett neue Ablauforganisation geschaffen. Dann müssen wir das irgendwann verankern, daraus eine Aufbauorganisation auch schaffen. Das wollen wir im nächsten Jahr auch machen. Und dann werden wir sicherlich ein paar Mal mit Vollgas gegen die Wand fahren. Wir werden uns eine richtige blutige Nase holen. Da müssen wir gucken, dass wir wieder aufstehen, wieder reingehen in den Ring, um dann auch die nächsten Erfahrungen zu sammeln. Und so werden wir das Modell immer weiterentwickeln. Wenn du sagst, in 2-3 Jahren, glaube ich, haben wir es einmal rund. Das glaube ich schon, das traue ich uns auch schon zu, dass wir wirklich dann auf vollem Tempo einer solchen agilen Organisation auch sind. Und ich bin sicher, dass wir bis dahin dann auch die anderen 3.000 Kolleginnen und Kollegen ein Stück weit mitgenommen haben und partiell sicherlich auch dort diese Grundideen, Selbststeuerung, Cross-Funktionalität, Retros, iteratives Arbeiten, dass wir diese Grundprinzipien agilen Arbeitens dann auch breiter im Unternehmen auch verankert haben. Das glaube ich schon. Wir blicken auch jetzt ins neue Jahr. Auf was freust du dich 2022 am meisten? Ob es beruflich ist oder privat? Also drei Dinge. Ich fange mal mit den beruflichen Dingen an. Ich glaube, dass wir einen bärenstarken Start im Januar haben werden, weil wir dieses Jahr viel neue Produkte an den Markt gebracht haben, auch in der agilen Art und Weise schon, die sehr gut einschlagen. Und ich glaube, wir werden einen sehr starken Januar sehen. Ich gucke mit Hochachtung auf das, was wir zum 1.4. in der Transformation vorhaben. Und ich hoffe sehr, dass Corona irgendwann wirklich mal endet. Ich kann dir sagen, ich habe hier am 1.8.2020 angefangen, vor 17 Monaten. Seitdem ist Corona. Und ich bin so gern mit den Menschen zusammen und so gerne auch im direkten Austausch. Ich mache das alles im Wesentlichen nur über die Kamera. Allmählich hat man ein bisschen Übung hier, auch dank unseres wunderbaren Studios. Aber es geht auch nichts über persönlichen Kontakt in die Märkte, zu unseren Kolleginnen und Kollegen, zu den Kunden, zu den Partnern. Und das fehlt mir ehrlich gesagt enorm. Und meine ganz große Hoffnung ist, dass das 2022 endlich wieder stattfinden kann und ich dann die Menschen auch direkt kennenlernen kann und die mich umgekehrt auch. Da gibt es welche, da komme ich irgendwo in den Raum, mache so einen kleinen Coffee Break oder so etwas und dann sagen die zu mir, du siehst ja aus wie im Fernsehen. So ist das eben hier, weil sie mich nur aus dem Fernsehen am Ende auch kennen. Ja. Und das muss sich ändern nächstes Jahr. Darauf können wir uns sehr, sehr gut einigen. Darauf freue ich mich auch schon. Da hoffe ich auch sehr stark drauf. Denn ich freue mich auch wieder, die ganze Versicherungsindustrie auf Events zu sehen und dass uns auch alle dann wieder mal irgendwann umarmen können und nicht mehr so machen müssen. Also vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für die Einladung. Chaka, gerne. Danke. Tschüss. Tschüss.